So, was steht heute an? Sebastian am Aussichtspunkt müssen wir treffen und Amit sprechen und danach die Koboldmine besuchen und den Wutgok mal wieder treffen und dann mal weitermachen. Auf der Questliste steht die Quest als erstes und danach den Aussichtspunkt Mina. Dann machen wir das doch einfach so, würde ich sagen, oder? Wir machen. Ihr seht hier die Sidequests hab ich weggeschafft. In den Aufnahmen. Haben wir auch ein bisschen Hogwarts erkundet in der Aufnahme. Jetzt machen wir mal. Ich würde mal sagen, wir machen es genau nach dieser Reihenfolge. Erstmal Kobolde. Dann geht's mit dem Slytherin weiter. Scharfkurve. Oh, hier schnell zum Treppenhaus. Großartig. Das meinte ich mit Bugs. Patch und so weiter. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich darin vorzukommen. So, ach so, wir müssen die Treppen hoch. Oder runter. Je nachdem. Ich glaube, Amit war der. Aus welchem Haus war Amit? War das ein Slytherin? Ich will behaupten, der war Slytherin. Neben den zwei anderen Slytherins, die wir kennen. Sebastian und der keine Ahnung. Wie ist denn der? Ist das lieber im Gemeinschaftsraum? Das ist wirklich merkwürdig, finde ich, dass es hier keine Karte, keinen. Hier gibt es keine Revelio-Seite. Das wäre doch eigentlich nötig. Skriptorium? Ne, da wollen wir nicht hin. Also beim Hufflepuff-Gemeinschaftsraum, beim Gryffindor-Gemeinschaftsraum gab es eine Revelio-Seite. Hier irgendwie nicht. Das finde ich äußerst merkwürdig. Hier ist ein Schlüssel, hier ist eine Truhe. Jetzt wird der hoffentlich keinen Schlüssel brauchen werden. Ah, Ausrüstungsplätze sind voll. Ich muss mal wieder nach Hogsmeade. Machen wir auf dem Weg zum Koboldlager. Machen wir einen kleinen Ausflug. Und die Koboldminen. Nach Hogsmeade machen wir auf dem Weg. Die Koboldminen machen wir einen Weg. Nach Hogsmeade. So, wo geht's hier lang? Wir sind eigentlich nicht lang, aber ich erkunde mal hier ein klitzebisschen. Ach so, hier geht's raus. Dann wird Zeit, dass wir hier raus aus Hogwarts kommen. Das Spiel verkraftet das Schloss nicht. Da habe ich auch offscreen eine Kiste, ja, einen Schrank gelootet. Mit diesen daedalischen Schlüssel, da habe ich mal ein bisschen weiter gemacht. Oder die Waldfee, das war ja gerade 2 FPS-Bilder schon. Ich guck mal gerade auf die Map, wo wir hin müssen. Vielleicht können wir fliegen. Ja, das ist ein bisschen entfernt, da können wir, glaube ich, was ist denn mal heute hier los? Meine Fresse. Angst. Sprich mit Armen mit.
Der ist aber oben im Astronomieturm, wie zum Henker. Da kann man nicht hinfliegen. Das Spiel kriegt sich jetzt bald ein. Hallo? Die Aufnahme hat es doch so gut geklappt. Meine Fresse! Du bist mich treu im Spiel. Also manchmal. Spiel oder mein PC, ich weiß es nicht. Natürlich, wenn wir den Stream beginnen, geht es wieder los hier. Das ist natürlich. Wenn man eine Aufnahme ist, die nicht live ist, zumindest dann. Ja, läuft es, ist klar. Verstehe, verstehe. Macht euch eine Schnellreise, Leute. Hä? Wo laufen wir überhaupt hier lang? Wo führt uns der Pfad hin? Astronomieturm. Warum ist der dort? War das nicht der Astronomie-Typ, der so sehr auf Astronomie stand und in der Astronomie-Unterrichtsstunde begegnet ist? Ja, wo müssen wir eigentlich jetzt lang? Rebellion. Alter, Spiel, krieg dich mal. Hier ganz, ganz oben sein. Oh, hallo. Hallo, Amit. Hast du nicht mal erwähnt, dass du Koboldogak sprichst? Habe ich. Ich meine, ah, ja, genau, ja, ist das. Sprechen. Hat das was mit dem Kobold zu tun, mit dem ich dich in Hogsmeade gesehen habe? Genau. Er heißt Lodgok. Wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Er wartet an einer Koboldmine auf mich. Wärst du bereit, mitzukommen? Natürlich! Wie aufregend! Ich meine, nun ja, kann das gefährlich werden? Ich glaube, er will mir bloß etwas zeigen, das mit Koboldogak zu tun hat. Er ist ein Freund von Sirona, wenn das hilft. Das ist gut zu wissen. Wenn Sirona ihm vertraut, fühle ich mich gleich viel besser. Wie gut sprichst du Kobold? Du sagtest, du sprichst Koboldogak. Aber wie gut? Ich lese Koboldogak schon seit ich klein bin. Meine Eltern haben eine umfangreiche Bibliothek. Als ich von den Klassikern genug hatte, habe ich Koboldogak verschlungen. Ich würde dir ja ein paar Titel nennen, aber die würdest du nicht verstehen. Hast du je direkt mit einem Kobold gesprochen? Tatsächlich nie. Ich bin ja so gespannt darauf. Oh je. Ein echtes Gespräch in Koboldogak mit einem Muttersprachler. Ich kann es kaum erwarten, subtile Aussprachen und Klänge bestätigt zu bekommen, die mir vielleicht entgangen sind, so als Autodidakt. Lodgok wartet schon. Wollen wir? Sofort! Ich wollte nur kurz die Aussprache von ein paar Begriffen überprüfen.
Wir sehen uns dort. Okay, triff dich am Eingang der Mine mit Lodgok. Ich finde es immer noch so schade, dass man hier vom Turm nicht ausfliegen kann. Das wird sich so anbieten. Ich meine, hier ist schon alles offen. Hier könnten wir einfach mit dem Besen auf den Besen hüpfen und los. Das wäre einfach so, wird sich so anbieten. So ein guter Startpunkt wäre das. Aber nee. Danke, dass du bereit bist zu helfen, Amit. Sehr gerne. Ich freue mich darauf, deinen Freund Lodgok zu treffen. Lodgok wartet schon. Wollen wir? Sofort. Ich wollte nur kurz die Aussprache von einem paar Begriffen überprüfen. Wir sehen uns dort. Nicht mal von hier aus können wir starten. Deprimierend. Müssen wir halt noch ein bisschen durchs Schloss latschen, bis wir an der Stelle kommen, wo wir von der wir ausfliegen können. Jetzt wissen wir endlich mal, das habe ich auch in den Aufnahmen herausgefunden. Ich weiß nicht mal, was wir hier machen müssen. Das sind die Rioso-Statuen. Ich habe immer gedacht, dass das irgendwie alte Magie oder irgendwas ist. Und dann müssen wir einfach nur in die Rioso sprechen und schon. Das Rätsel gelöst. Oh, Katze. Ich freue mich so überhaupt nicht auf den Snagloff. Das Ding hat nicht ohne Grund Dorn. Aha. Da spielen die Magie-Schach. Wem wird hier geklatscht? Oh, hallo Nati. Die anderen haben noch Unterricht. Ich habe andere Jobs. Meine Unterrichtsstunden sind vorher schon vorbei. Hier wollte ich lang. Und hier aus können wir nicht fliegen. Sehr schade. Und dort von dem Hof können wir auch nicht. Von dem Hof aus könnten wir, glaube ich, fliegen. Da wäre das möglich. Ja, genau. Und ab geht's. Ab durch die zwei Türme. So, schon vor der letzten Part kennen diese Türme. So, welche Richtung? Dieser Richtung.
über die Holzbrücke hinweg. Nur mal versuchen, durchzufliegen. Fantastisch. Spiel habt ich heute mal nicht so. Du musst quasi nur geradeaus fliegen. In Landschaftslaben. Ja, da sind wir gleich da. Schlimmster mit uns. Da wird doch die Mine irgendwo sein. Und kleiner Ruckler und wir sind in die Welt hineingeflogen. Genau so. Na, hier ist doch das Ziel unserer Reise. Was haben wir hier? Ich dachte wegen der Kreise. Gibt's einen Fahrstuhl? Okay, oder auch nicht. Jetzt erstmal einen Schnellreisepunkt. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Tja, es muss sehr schön gewesen sein. Man ist mit einem Besen durch die Gegend geflogen. Okay, das ist eine andere Mine. Wir sollen uns woanders treffen. Und doch, das ist die richtige Mine, aber der Kobold ist woanders. So, Handbüchchen. Ein Freund der Koboldergag spricht, wird uns hier treffen. Könnten Sie mir vorher vielleicht sagen, warum wir hier sind? Natürlich. Leider hatte der Helm von Erdgott of Renrock nicht die Wirkung, die ich mir erhofft hatte. Oh je. Er wusste bereits von dem Diebstahl und nahm an, dass ich mir Hilfe von Hexen oder Zauberern geholt hatte. Sie sagten, er würde ihr Zerwürfnis beenden. Da dachten Sie nicht, dass er so reagieren könnte? Wenn es um Renrock geht, fürchte ich, können wir kein vernunftbegabtes Denken erwarten. Verdammter Bragbor mit seinen Büchern. Bragbor? Ein Vorfahre von Renrock, der sich auf Metall verstand. Sollen wir zusammenarbeiten, muss ich Ihnen wohl mehr erzählen.
Vor kurzem sollte ich Renrock einige Bücher von Brackbor besorgen, die entdeckt worden waren. Sie beschrieben Behältnisse, die Brackbor für eine Gruppe von Hexen und Zauberern anfertigen sollte. Was meinen Sie mit Behältnissen? Große magisch verstärkte Behälter, gefertigt aus Koboldmetall. Renrock heuerte Verstärkung an, um mir bei der Suche zu helfen. Wir sollten an Orten suchen, die mit 5 Namen aus den Büchern zusammenhängen. Rackham, Fitzgerald, Bacar, Morgenack und Rookwood. Schloss Rookwood. Dort begannen wir mit der Suche. Warum sind Renrock diese Behältnisse derart wichtig? Er ist an ihrem Inhalt interessiert. Seit Jahrhunderten weigern sich Zauberer, magisches Wissen mit Kobolden zu teilen. Nicht mal Zauberstäbe dürfen wir benutzen. Daher haben viele Kobolde, mich eingeschlossen, Hexen und Zauberern ein Leben lang misstraut. Renrock war überzeugt, dass die Behältnisse eine magische Kraft enthielten, die die Zauberer für sich behalten wollten. Er war, ist entschlossen, sie für die Kobolde zu sichern. Doch... Da kommt mein Freund Amit. Wir sollten unser Gespräch lieber später fortsetzen. Ich grüße Sie, Lodgok. Es ist mir eine Ehre. Sie sprechen Koboldugak? Oh, Bagaleo. Genug. Bitte sagen Sie mir, dass das kein Koboldugak sein sollte. Nun klar. Ich hab's befürchtet. Vielleicht war meine Aussprache nicht ganz richtig. Vielleicht ein anderer Dialekt? Aussprache ist nicht das Problem. Ich erkenne das kaum als Sprache wieder. Ich hab's befürchtet. Ich schätze, dass Koboldugak besser lesen, als sie es sprechen können. Das kann ich, Sir Lodgok. Nur Lodgok? Glücklicherweise brauchen wir nur jemanden, um schriftliche Pläne zu entziffern, da ich nicht mitkommen kann. Was für schriftliche Pläne? Ich bin beruhigt. Wir brauchen einen Hinweis auf Renrocks Wissen oder Vorhaben. Ein achtloser Anhänger hat womöglich Pläne zurückgelassen. Und ich kann nicht mitkommen, weil Renrock auf keinen Fall von meiner Anwesenheit erfahren darf. Sie müssen vor allem ungesehen bleiben. Vom Auge über der Zaubertür und herumlungernden Anhängern. Das kriegen wir hin. Was müssen wir noch über die verzauberte Tür wissen? Die Tür bleibt verschlossen, solange das Auge sie sieht. Sie beide müssen unsichtbar sein, um hineinzugelangen. Nach allem, was dieser Zauberer weiß, sollte das nicht zu schwer sein. Gut. Amit und ich schaffen das. Ich warte auf Ihre Rückkehr. Dann also bis bald. Na dann, Amit, versau's nicht. Gut, dass der nicht sprechen muss. Ich hab's nämlich schon befürchtet, dass der so gut nicht ist. Ich bin gut im Herumschleichen. Glaub mir. Ja, wir werden sehen. Versau die Mission nicht. Schaut uns an. Das Auge der Mine. Bücher bereiten zu wenig auf die Wirklichkeit vor. Eine echte Koboldmine. So groß hätte ich sie mir nie erträumt. Ah ja. Du musst dann wohl auch noch ein bisschen Kobold-Gag praktizieren, damit du in Zukunft vielleicht ein bisschen besser sprichst. Ein bisschen Trankzutaten sammeln. Das muss auch mal sein. Haben wir hier noch was? Für Walls haben wir etwas. Ich habe einen echten Kobold getroffen. Schauen wir uns ja, der war nicht sehr begeistert. Schau dir diesen Aufzug an. Beeindruckende Arbeit für so ein schlichtes Gerät. Halt den Mund. Davon mal abgesehen, gibt es auch einen anderen Weg. Ich habe das Gefühl, dass den Amit mitzunehmen, dass das gefährlich werden könnte. Dann passiert noch irgendwas und wir treffen tatsächlich auf Kobolde und dann versucht er mit ihm zu sprechen. Und dann... Oh Gott.
Mist, sind das Kobolde, die nicht so freundlich zu uns sind wie. Dass sie so gut gesonnen sind wie der Lodgok. Dann sind wir auch nicht am Arsch. Sind in einer echten Koboldmine. Ja, fast lieber da ist er nicht. Fließband. Rebellio. Wozu haben wir das jetzt betrieben? Da hoch können wir nicht. Dann würde ich vorschlagen, geht's hier weiter. Ich habe von solchen Minen gelesen, aber in echt ist es etwas ganz anderes. Kannst du mal aufhören zu labern? Du weißt sicher, dass nicht alle Kobolde uns so wohlgesonnen sind wie Lodgok. Okay, laufen wir rückwärts in die Mine. Dieser Tag ist schön, dass du mal vorbeikommst. Was macht ein Mensch denn hier? Okay. Warum treffe ich? Das war... Das war ein merkwürdiger Band. Kämpfen ist auf hart mit denen. Was? Ein Mensch in dir! Am Sender! Du kämpfst wie ein Knuddelrock! Such sie! Ausweichen! Und? Das war etwas mehr, als ich gewohnt bin. Ich bringe uns hier sicher durch, Amit. Das weniger, als ich gewohnt bin. Okay, weiter geht's. Okay, das Auge. Verstehe. Ja, wir wollen ja nicht gesehen werden, oder? Wurden schon gesehen. Wenn wir nicht Geld mitnehmen, auch wenn wir schon stinkreich sind. Wir haben 6700. Das hat man noch nie so viel. Ach, ich wollte ja noch aufs Miet. Ja, machen wir auch einen Rückweg. Ich fühle mich wie eine Figur aus dem Abenteuerroman, die ich in den Sommerferien lese. Ah, ja. Sehen wir uns um, Amit. Vielleicht finden wir irgendwelche Pläne. Hier ist ein Bauplan. Sie errichten irgendetwas. Ich weiß nur nicht was. Seltsam. Sag mir, wenn du weitere Pläne oder Zeichnungen findest. Wir können nicht mit leeren Händen zu Lodgok. Rebellio. Okay. Schauen wir mal. Hier sehe ich gerade nichts. Wir müssen irgendwo Gegner sein. Unsichtbare Gegner. Was sind die oben? Ja!
nicht gut. Die Axt entrissen. Faszinierend, Koboldogak in Koboldhandschrift zu sehen. Diese Schnörkel sind wirklich außergewöhnlich. Ich werde schon noch herausfinden, was sie hier unten bauen. Haha, ein Handschuh, Gepäck, einer kommt gleich auf. Oh. Ich muss wirklich mal Zeug verkaufen. Nur Handschuhe hier. Revelio. Hübscher Balkon. Na toll. So, mal den Look ändern. So, was können wir hier wegschmeißen? Ein paar Hüte. Okay, runter hier. Hinweise für Renwocks Plan. Und die wir gefunden haben, die hat gesagt, unser Koboldogak sprechender Kumpel uns noch nicht vorgetragen. Wenn ich das korrekt übersetze, und ich denke, das tue ich, bauen sie an etwas ziemlich Großem. Aber woran? Es muss hier noch mehr Notizen geben. Was könnten die bauen? Du konntest aus dem Text nur lesen, dass der das groß ist. Einer meiner Brüder. Große Hilfe. Hallo? Oh, Kacke. Da bist du ja. Bringen wir es hinter uns. Besonders klug zurückzukommen. Na komm. Gewöhnt dich daran. Scharfschützen ausschalten. Du kannst einfach ausgewichen. Nicht ganz. Erfahrungspunkte. Schlimmeres überstanden. Noch ein Kessel. Der Ort ist komplexer, als ich erwartet habe. So komplex ist das gar nicht. Einfach anzünden.